Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, Marius ist immer wieder am Start. Ja, ich muss mich erstmal wieder an die Kamera gewöhnen. Genau, erstmal wieder dran gewöhnen hier. Ganz neue Sache. Das heißt, wenn Marius am Start ist, muss es natürlich irgendwie irgendwo was mit VW zu tun haben. Ist das so? Ja, meistens. Ne? Leider bauen wir nicht den Golf zusammen heute. Nee, aber hoffentlich bald. Erzähl mal, letzten Wochen, Monate? Letzten Monate Haus, Nachwuchs. Anfang Januar sind wir das dritte Mal Eltern geworden. Das war natürlich jetzt erstmal so die Haupt-Action. Aber sonst 8 Monate Haus renoviert quasi, ne? Also quasi. Saniert, renoviert, kann man sich drüber streiten, aber eine Mischung daraus. Ja, aber war schon eigentlich Fulltime für einen 4-Mann-Betrieb, was du alleine in 8 Monaten durchgezogen hast, ungefähr, ne? Ja. Neben deinem Job. Ja. Und Kind kriegen. Also jeden Tag 15:30 bis 23 Uhr, ja. Und also deswegen kann ich es auch vollkommen verstehen, dass Golf erstmal Prio 3 war, nach Baustelle und Familie. Kannst du jetzt auch wieder. Ja, es war natürlich, also der Traum war da unbedingt damit zu fahren. Der Plan nicht, dass wir es gleich zerstören, aber das gehört dazu, von daher. Wobei da ja schon die Wahrscheinlichkeit, also rückwirkend betrachtet, einer ehrlichen 50-50-Chance muss man dem ja schon immer geben. Ja, eine 70-30. Ja, ne? So. Ne? Aber also, es ist ja halt auch so, viele Kommentare waren ja dahingehend und es ist ja schon so, dass wir mittlerweile nicht mehr losfahren, um es mal zu testen. Mhm. Also ich behaupte schon, dass wir es in der Regel so bauen, dass es ganz gut funktioniert. Ich glaube, das können wir schon behaupten. Somit sind wir da auch von ausgegangen. Dass es dann doch mal kaputt geht, haben wir ja lange nicht gehabt, gehört halt dazu. Aber es war ja auch in dem Fall wirklich ein Maximum rangehen. Und da gehört halt einfach dazu, dass man halt irgendwann über die Grenze geht. Den Maximum Schaden erzielt. So. Sonst, ne? Aber umso geiler war es, dass unser Livestream, wo wir das Ding zerlegt haben, mit Bier trinken und mit Pizza bestellen und so weiter, ne? Der kam bis heute. Also das war die richtige Entscheidung, weil der kommt auf jeden Fall mega sympathisch. Ja, das glaube ich auch. Warum soll man es auch verstecken? So, ne? Das ist ja. So. Aber da geht es in den nächsten Wochen. Jetzt bist du soweit durch wieder. Ja, fertig ist man ja nie. Ne? Also natürlich noch Vorgartenträume, Gartenträume. Aber das mache ich jetzt alles immer so nebenbei. Also ich will schon ab März das Auto wieder. Ich würde gern bei den PS-Tests dieses Jahr mal fahren. Das ist ja schon seit 2 Jahren ein Traum. Mal drehen lassen. Genau, mal 400 Meter Burnout. Ja, natürlich auch noch mal 1/2 Meile dieses Jahr gerne angreifen eigentlich. So, wie, wo, was Marius sich da in den Kopf gesetzt hat, das gibt es auf jeden Fall dann noch mal in einem anderen Video, sobald es da wieder losgeht in den nächsten Wochen. Heute machen wir. Was machen wir? Haben wir eigentlich schon länger vor? Ja, das haben wir ja schon echt lange vor. Heute sind wir bei PKW Classic, also das Pendant quasi zu Nutzfahrzeuge Hannover von uns, sind wir heute in Wolfsburg. Und die Damen und Herren hier beschäftigen sich quasi mit der PKW-Sparte. Also wir sind ja rein Nutzfahrzeug. Und hier finden wir gleich alles, was, ja, sag ich mal, vom frühen Käfer bis späten Golf, Ateon, Phaeton, alles, was halt PKW-Plattform ist, Touran, Touareg. Ist das konzernintern so, dass ihr dann auch Sachen zusammen macht, euch addiert, austauscht und so weiter? Oder ist das komplett getrennt? Ja, also wir sind nicht eine Abteilung oder eine Kostenstelle, wie man es vielleicht denkt. Aber es ist schon so, dass wir viele Synergien da irgendwie, also wir nehmen gemeinsam, wir haben gemeinsame Messestände, wir haben gemeinsame Veranstaltungen, wir fahren gemeinsam Rallyes, das ist schon Gott sei Dank der Fall. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass so ein Käfer tatsächlich auch bei euch aus Versehen dann mal in der Werkstatt steht und da irgendwie was dran gemacht wird? Oder ja, das ist selten, also der Käfer selten, wobei ja das, die Teile sehr, sehr ähnlich sind, aber die hier stehen auch 2, 3 Busse in der Sammlung, die sind dann auch gerne mal bei uns zur Reparatur. Die können es auch selber, aber manchmal sind es ja Kapperprobleme und dann übernehmen es wir auch. Also da sind die Dienstwege Gott sei Dank relativ kurz. Ja. Okay, ich würde sagen, wir starten mal mit einem kleinen Pörnchen und dann gucken wir mal, was Herr Winkler so zu berichten hat von ihr. Zeit. Herzlich willkommen bei uns am Michael. Abend. Hallo. Herzlich willkommen. Erzähl mal. Ja, ihr seid jetzt in den heiligen Hallen von Volkswagen Classic, also dem rollenden Museum von Volkswagen. Nicht zu verwechseln mit dem Automuseum, die ja eher so die Stehzeuge von Volkswagen haben. Hier sind echt über 90% der Fahrzeuge zugelassen und können dann auch natürlich auch fahren. Das heißt aber, das Automuseum gibt es auch noch? Das ist dann konzernseitig wieder eine eigene Tochter, die auch eine Sammlung hat? Oder? Ja, genau. Aber das Museum ist eine Stiftung. Die haben eher die gleichen Autos nochmal, aber die meisten fahren halt nicht. Und unser Ziel ist es halt, wirklich alle fahrbar zu haben, dass man da schnell drauf zugreifen kann. Wie viele Autos habt ihr in Summe?
Hier stehen 150 und wir haben nochmal in Osnabrück haben wir auch nochmal ungefähr 150 von der ehemaligen Karmann-Sammlung, die damals ja durch den Konkurs von Karmann. Und die Autostadt ähnlich oder mehr? Oder weniger? Ich glaube, ein bisschen weniger haben wir. Ein bisschen weniger. Ja. Aber meine, die sind ja auch komplett, die haben ja auch Mercedes und alle Marken alles der Welt. Okay. Genau. Und hier ist wirklich rein nur ist Vorbe. Marke, ist Marke. Ja, ja. Wie lange gibt es euch schon? Wie lange sammelt ihr? Seit 2010 gibt es uns schon. Seit 2008 gibt es die Klassik, sage ich jetzt mal so. Und seit 2010, dass wir wirklich dann sammeln, so richtig. Weil 2008 haben wir dann uns auch noch aus dem Museumsbestand bedient. Musste natürlich dann auch immer größtenteils nochmal aufgearbeitet werden. Mhm. Und dann hast du das Auto 4 Jahre später gebraucht, musstest du es wieder verarbeiten. Und so grob vorab schon mal, seid ihr mit der Sammlung happy? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Ist es schon so, dass das Volkswagen zeigen kann, was es mal gab? Zum Großteil kannst du zeigen. Es gibt natürlich so Lücken, so Jetta-technisch sind wir komplett unterperformt, sage ich jetzt mal so. Aber das, was es jetzt erstmal wichtig ist, so die ganze Historie, Käfer, Golf, Passat, Polo, das findest du hier echt. Gibt's alles. Und dann nur deutsche bzw. europäische Modelle oder auch wenn es zum Beispiel jetzt Modelle nur für Afrika, Mexiko, Amerika gab, sowas sammelt man dann auch schon oder noch gar nicht? Weil wir haben meistens so immer die letzten, so den City Golf aus Südafrika haben wir den letzten, dann haben wir den letzten Jetta aus China. Mhm. Wir haben natürlich auch bedingt durch Karmann haben wir auch ganz viel Brasilianer da, weil Karmann do Brasil war halt auch der sehr in Brasilien tätig. Also wir haben relativ viel. Aber nicht öffentlich zugänglich, sondern rein, die Fahrzeuge werden dann von euch zu irgendwelchen Veranstaltungen ausgeliehen, genau. Gefahren. Das ist hier, die Halle ist ohne Zutritt. Existiert eigentlich nicht. Genau. Und wie ich sehe, klassisches Modell. Ja. 40er Jahre. Nicht, ja, genau. nicht nur ganz normal die straßenzugelassenen Autos, sondern auch Rennsport, alles was es gibt, also Volkswagen Motorsport gibt es ja nicht mehr, das ist alles jetzt hier rüber gewandert. Also alles das, was die Motorsport erhalten wollte, ist bei uns gelandet. Es gibt natürlich auch noch ein paar Dauerleihgaben im Museum oder so, aber der Großteil an Fahrzeugen ist bei uns gelandet. Ist das hier nicht IDR vom Bilsterberg, ja, ne? Ja, und vom Nürburgring und von Pikes Peak. Dann gab es noch einen für China. Krass. Der steht in einer anderen Halle. Der steht noch in der Kiste, weil er in China war. Reines, ich sag jetzt mal Konzeptauto, also reines Rennauto, voll elektrisch. Ja. Ohne nach irgendeinem Reglement gebaut zu sein, sondern einfach nur, um zu zeigen, was VW konnte damals. Genau, schnell, was er schnell konnte. So, und das Schnellsein, um da mal eine Relation gerade für den Zuschauer zu setzen, Bilsterberg, auch schnellstes Auto vom Bilsterberg aktuell, 1 Minute 24. Ist krass, ne? So, also ja, ich versuche das immer so zu erklären. Stell dich mal als Beispiel, ich mit dem Abarth GT3, wie auch immer, fährt 1 Minute 50. So, ne, wo du schon schnell bist. Und ne, noch anders. Als ich mit dem Abarth auf dem Bilsterberg angefangen habe, bin ich 2 Minuten 18 gefahren. Ne? Mhm. So, jetzt fährst du eine Runde, stellst dich an Startziel und musst dementsprechend fast bis 60 zählen, bis der Abarth kommt, so ungefähr. Ne? Also erst fährt der und dann überleg mal, wie lange es ist. Ne? Und da war bestimmt noch 5-8% Sicherheit drin. Ne? Also das ist schon. Ich meine, klar, wenn man jetzt hier vorsteht, sieht man direkt alleine. Das hier ist ja komplett anders als Autos, die nach Reglement gebaut werden. Alleine so dieser Überhang von dem Spoiler. Und also das ist ja wirklich eine reine Waffe, das Ding. Ne? Hier mit aktiver Aero zum Verstellen. Gefühlt haben sie auch das Auto um den Diffusor gebaut. Das wird garantiert auch nur gehen, weil man natürlich ein vollelektrisches Auto ganz anders baut. Überleg mal, normalerweise würde hier ja irgendwo der Motor sitzen. Weißt du? Das heißt, du kommst ja gar nicht so tief überall runter. Und jetzt wirst du da nur in der Mitte die Motoren wahrscheinlich haben. Ich sehe hier IDR Nummer 2. Gab es da mehrere von? 3. 3 sogar. Einmal das als richtig Fahrfahrzeug. Dann haben wir noch einen in Silber als Fahrfahrzeug. Und da hinten steht noch ein Ausstellungsauto. Gibt es bei euch echt das Wort Fahrfahrzeug? Also, ja, also Doppelfahr. Also, weil es ja wirklich so viele, die nicht fahren. Genau. Also wir unterscheiden auch tatsächlich zwischen Fahrzeugen und Stehzeugen. Also das ist dann. Aber wie viel Prozent würdest du sagen, fahren bei euch? Weil ich kenne ja bei uns so 90% würdest du sagen. Sind krass. Auch alle zugelassen, 90%. Okay. Ist aber echt selten der Fall, dass man mal in ein Rennauto reinguckt und halt vorne eine Antriebswelle sieht, ne? Mhm. Weißt du, weil die meisten Rennautos einfach kein... Naja, stimmt. Weil es halt einfach auch, das ist halt der Vorteil der Elektrotechnik, da kannst du mal eben vorne tief ohne alles einen coolen Motor reinflanken, was halt sonst einfach sich nicht lohnt, wenn du einen Motor hinten hast, komplett kadern will nach vorne und so weiter. Ne? Können wir leider nicht Probe fahren heute, nicht? Nee. Aber das ist auch nicht Klassik-Kompetenz. Wobei, passt in den, aber auf den Fitzel auch nicht drauf. Ne? Ich wollte gerade sagen, das Ding hat solche Abmaße, das ist wirklich krank.
Jetzt steigen wir, jetzt sind wir ganz da oben eingestiegen. So, und jetzt gehen wir hier wieder zurück zu den Basics. Wo fangen wir am besten an? Da aber das gleich hier. Golf 1 ist ja bis heute bei uns auch noch nicht so richtig auf dem Channel gewesen. Liegt, glaube ich, einfach daran, weil ich immer noch meine alte Karosse da rumstehen habe. Aber ich finde die Farbkombi geil. Panama Braun heißt die Farbe. Mit braunem Cord, einer von 10.000 DDR-Golf. Also es sind ja Ende der 70er, sind ja im Austausch für Stahl und so sind 10.000 Autos in die DDR gegangen. Das ist einer davon. War echt so ein Handel, war das so richtig? Also Tausche Stahl. Genau. Die hatten ja nichts an Devisen groß und die haben dann in Rohstoffen gezahlt. Was ich witzig finde, ist, als ich mit dem Tuning so ein bisschen angefangen habe, vor 15 Jahren, da waren so diese krassen Farben noch nicht so beliebt. Da war noch so, jeder wollte unbedingt ein Auto, eigentlich eher mehr so schwarz, dunkelblau, vielleicht mal maßrot. So, und jetzt mittlerweile ist es ja wirklich so, dass, also ich selber auch bei mir merke, dass ich so Farben immer cooler finde. Es gibt nichts mehr. Ne, jetzt hast du auch noch freundliches Grau, freundliches Schwarz. Freundliches Silber. Freundliches Silber, das sind die Farben, die du halt hast. Ne? Aber sowas ist dann schon komplett einmal durchrestauriert oder ist der tatsächlich, habt ihr den irgendwo so gut erhalten? Also der ist nicht komplett durchrestauriert, aber der hatte natürlich schon eine gewisse Patina, die du jetzt nicht mehr auf einen Journalisten loslassen kannst. Deshalb ist der schon mal einmal teilrestauriert. So, und dann hier. Schöner Golf GTD, ne? Einer der ersten. Kann man sich eigentlich so vorstellen, ne? Damals diese Tucker. Ja, der macht auch wirklich Tucker. Es ist immer wieder krass, so ein Motorraum aus den 80ern. Ne? Es ist wirklich, also das ist ja das. Nee, ich finde es einfach wie wenig. Also, wie wenig da ist. Ja, das ist einfach. Und hier ist jetzt ja schon viel durch den Diesel. Ja. Also, ja. Zahnriemenwechsel brauchtest du nicht noch einen extra. Nein. Brauchst du eigentlich keine Hebebühne, kannst du so machen. Hier mit Aero-Upgrade. Diese Windabweiser. Ja. Die Windabweiser. Wurde tatsächlich, hatten die GTIs zum Schluss auch, wurde tatsächlich, also genau das, was beim Obergolf passiert, dass die Scheiben und sich so aufdrücken. So, das ist so ein bisschen Aero-Paket hier. Wie viele Autos von euch jetzt hier, würdest du sagen, hat man aufgehoben? Also auf wie viel konntet ihr zurückgreifen? Weil es sind bei uns ja fast null in Hannover gewesen. Bei uns gibt es ein paar, die dann auch irgendwie übers Museum dann überschrieben wurden. Aber der Großteil ist jetzt in den letzten 10, 12 Jahren halt zugekauft worden. Selbst die Farbe ist ja jetzt auch schon wieder irgendwie kultig auf so einem. Iniari-Silber heißt das. Es ist wenig Silber, ist mehr Grün, aber. Aber irgendwie. Aber cool. Ja. Weil ich habe mal gehört, dass es in Wolfsburg so ein Regal gab, wo die Autos reingestellt wurden. Und das dann waren die Gewährleistungsrücksteller. Okay. Da hatten wir der weiße Kübel, der da hinten steht, ist auch ein voll restaurierter Gewährleistungsrücksteller. Die mussten ja über Jahre aufgehoben werden. Und dann ist jetzt aber immerhin hier bei euch dazugekommen? Krass, weil das Ding ist halt quasi komplett durchrestauriert. Also war auch nicht so viel an Restaurationen erforderlich, aber dann jetzt auch zugelassen und letztes Jahr das erste Mal eingesetzt. Was heißt Gewährleistungsrücksteller? Es gibt immer, also als Hersteller musst du von den Autos eine gewisse Anzahl zurückhalten. Das heißt, wenn einer sagt, Mensch, mein Opa hat sich in dem Auto totgefahren, das lag an der Konstruktion und das kannst du ja nach etlichen Jahren, kann das ja keiner mehr sagen, hat oder hat nicht. Dann nimmst du dir das Auto rein und sagst, Mensch, ja, der Gurt. Machst einen Crashtest. Genau, so ungefähr war es. Ne? Oder wurde geguckt, was passiert ist. Wir gucken jetzt hier so runter. Ja. Ich vermute mal Golfreihe, ne? Genau. Die Golf Reihe. GTI sogar. Die Reihe ist schon frech, ja. Es wird special. Ne? Golf 2 sind wir gut aufgestellt. G60, 8 Ventiler, 16 Ventiler. Also viel mehr siehst du auch nicht auf der Straße an GTI. Brauchtest du nicht noch einen Schweller? Ja, wenn ihr durchgeht zum Fünfer, dann bleibe ich hier noch mal eine halbe Stunde stehen. Ja. Werkzeug steht. Ja, und hier ist jetzt so, dass wir dann, es gibt ja immer alle 5 Jahre, gab es ja ein Sondermodell und das ist jetzt hier Edition 20, 25, 30, 35 und dann ganz hinten steht noch 45. Beim 40er Jahre hatten wir den TCR als Sondermodell. Also Edition 20? Ja. Krass, dass ein Golf 3 schon 20 Jahre dann alt ist, ne? Also klar, macht ja Sinn, aber von 73, 74 bis 93, aber ist halt so, weißt du? 76, weil GTI kam ja 76. Ah, 76, okay. Und dann halt war das 1996. Niemals gedacht, dass, wenn ich hier jetzt zur Sekunde so vorstehe, muss ich irgendwie so immer dran denken, den Zweier im Vergleich zu deinem Zweier und den Dreier im Vergleich zum Oma-Golf. Stimmt, wäre eigentlich mal witzig. Könnte man eigentlich mal. Nee, also so optisch, weißt du, weil das ist einfach alleine schon mit der Front und 4 Scheinwerfer einfach ein ganz anderes Auto irgendwie. Deswegen. Aber ich würde
nicht und ausschließen, gegen so einen zu tauschen, auf jeden Fall. Und jetzt sieht man mal auch, dass, wie krass ist bitte, dass nicht Rot gleich Rot ist. Ne? Ja. Wenn du jetzt gerade nur alleine guckst, was du hier an verschiedenen Rottönen hast. Was der Einser war Marsrot, ne? Marsrot. Mhm. So, Marsrot, Tornado. Das ist eigentlich auch Tornado-Rot, aber sieht anders aus. Das sieht für mich so richtig nach Orange-Rot. Nee, das ist für mich so ein Ferrari-Rot fast hier. Ne? Das ist schon richtig... Krasses Rot, weil das ist ja wieder dunkler. Das ist Tornado. Noch dunkler? Das ist kein Tornado. Das ist Fire Sparks. Das ist die Farbe, sollte es zum Edition 35 geben. Das Problem ist, die Partikel für den Lack wurden in Fukushima produziert. Und da war ja das Erdbeben. Und dann war die Firma dahin und es konnten keine Farbpartikel mehr produziert werden. Deshalb gab es die Farbe nie in Serie. Ah, okay, verstehe. Krass, ich hätte gedacht, dass es irgendwie aber irgendwas ist cool, die Farbe nachproduzieren eigentlich, kann, oder wie auch immer. Ne? Aber ich habe eben schon, wir standen hier eben gerade, sind schon mal einmal kurz durchgelaufen, haben kurz so ein bisschen besprochen und ich habe von vorne so drauf geguckt und muss sagen, irgendwie, ich finde, Golf 5 ist im Kommen. War für mich immer ein Auto, so gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber irgendwie, wenn ich so ein 4er GTI und ein 5er GTI sehe, R32, nochmal andere Liga, aber was den GTI-Aspekt angeht, ich weiß nicht, kann auch einfach daran liegen, dass das für mich das Auto während unser Tuning höchstens. Wobei, da sehe ich ja eher den Vierer sogar. Das war ja noch davor. Also ein Vierer Jubi in Rot, boah, da würde ich, was würde ich dafür geben, ey, wirklich. Unsere Fahrmeierzeiten war ja wirklich 2.0 TFSI, DSG, Software von Benny drauf und ganz Dach knallen lassen. Weil ich weiß noch, als Vierer-Fan der Fünfer rauskam, war das erstmal nicht so cool. Ich fand's auch. Das war nicht so cool. Ich fand die Fünfer weder vorne noch hinten. Aber mittlerweile bin ich bei dir. Ja. Weiß nicht, ob es so ein bisschen an dem Grill liegt und so, dass man sich da so ein bisschen... Und ich finde bis zum Fünfer krass, dass man geschafft hat, dass jeder Golf grundlegend anders aussieht. Das ist dann später weniger geworden. Ja, aber du erkennst ja, also das bei jeder Baureihe ja so. Das schon, aber das stimmt. Stimmt, das sieht man schon gut, Nico. Wenn du einmal von hier so durchfilmst, Zweier, Dreier, Vierer, okay, Vierer zu Dreier ist noch am ähnlichsten. Ja, gebe ich dir recht, sind ein paar Parallelen. Aber Fünfer ist dann halt nochmal wieder was ganz anderes, ne? Beim Golf fühlst du dich im neuen Modell fühlst du dich auch nicht alt. Ne? Mhm. Es gibt so andere Hersteller, die machen Modellwechsel und das ist ein ganz anderes Auto, in dem du sitzt. Ne? Und hier weißt du, alles klar, Dreier zu Vierer, klar, im Innenraum ein bisschen was anderes, aber so vom Gefühl her sitzt du halt in... Ja, du hast neulich gut gesagt, B5 ja, zu B7 ist so wie Golf 4 zu Golf 5. Genau. Das ist schon vom Komfort her und so ein Lenkung, Bremse, alles ist schon... bessere Auto mit Sicherheit. Habt ihr den passenden Golf 1 in Rot auch noch dazu? Weiß. In Weiß, okay. In Weiß. Also das war damals der Wunsch, dass du gesagt hast, alles klar, das Ursprungsauto, der 1er GTI, kriegt eine andere Farbe als die rote Serie. Hm? Und Edition 35? Edition 40 gab es nicht? Nein, Edition 40 gab es nicht. Das war dann ein TCR. Und der Edition 45, das ist ja Golf 8 jetzt, also relativ aktuell, den haben wir natürlich auch schon, aber der steht jetzt hier noch nicht vorne. Weil aber da gibt es einen offiziellen Edition 45? Ja. Gab es hier nicht auch so einen 444, das ist was anderes? 333? 333, sowas. 222. Ja, die Richtung war in Ordnung. 555. Die Richtung, ja. Nee, das ist vom Air-Golf. Ah, okay. Ne? Aber die Farbe ist auch geil. Aber Air-Golf sammelt ihr auch? Ja. Also auch, ja. Ist davon abhängig. Da gerade noch, wir müssen einmal ganz kurz springen, weil wir haben ja gerade noch über Fünfer gesprochen und über wilde Farben. Und hier steht tatsächlich das Ding so wie... Ja, das war so meine Ausbildungszeit, da haben wir das Auto gehabt. Und aber die Innenausstattung war für mich immer ein Highlight. Sondermodell Pirelli und der ist komischerweise ganz oft in diesem Sunflower-Gelb. Hm? Warum weißt du, dass das Sunflower-Gelb heißt, Alter? Weil du dich seit einer Woche mit beschäftigst jetzt. Ich kenne wirklich nicht viele Namen von Farben, aber ich habe einfach nur nach Fünfer GTI mal so ein bisschen geguckt, weil ich auch nach wie vor der Meinung bin, dass das wirklich eins der besten Basen für Track-Tools ist, die es so gibt. Preis-Leistung mit Sicherheit. Genau, ja. Aber preis-leistungsmäßig so und fahrspaßtechnisch. Vor allem gerade hier drei Türen ohne Schiebedach. Ich lese ja die ganze Zeit immer Sunflower. Und ich habe überlegt, irgendwie, was ist das? Also, weil es ja eigentlich ein Pirelli ist, ne? Und dann zufälligerweise nur mein Gelb und einer dann rein. Wobei vom Audi 80 gab es doch auch mal so, oder so S2, da war auch mal so ein seichtes Gelb dabei. Ist schon ganz schön Zitrone. Ne? Ja, ist schon ganz schön schwach, aber das war halt so, ne? Was Auto ist. Schön. Bevor wir hier zur Oberliga kommen, was macht sowas dann hier? Also wir haben auch nochmal die Serien-Golf, haben wir natürlich auch nochmal in Silber. Die haben wir wirklich von 1 bis 8 in Silber. Das geht darum, dass du, hat sich damals ein Designer gewünscht, dass du die Banane, so sagen die dann immer zu der C-Säule, dass du wirklich sehen kannst, dass jeder Golf die gleiche C-Säulenoptik hat. Ach, stimmt. Die stellst du dann, kannst du so schön aufstellen und dann kannst du echt hinten lang
gucken, dass die sich kaum verändert krass. Haben. Dann auch alle als Viertürer? Ja. Ja, krass, das ist mir noch nie so aufgefallen. Also, und so ein Achter ist dann, ihr könnt sagen, wir hätten gerne so ein Auto und dann wird das für euch gebaut? Nee, wir haben ja, können ja auf den Testwagenpool zugreifen. Und das zum Beispiel ist auch ein ehemaliger Testwagen hier, der Airgolf. Und dann sagen wir, was wir haben wollen. Zum Beispiel auch der 333, den wir ja gerne als 444 dann nehmen. Vielleicht beim nächsten vielleicht. Genau, den nehmen wir dann auch und haben den dann auch bei uns. Ist das hier auch irgendeine besondere Edition? Edition 20. Also das ist die Geburtstags-Edition zum Airgolf. Überleg mal, ne? Gefühlt ist ein Airgolf. Ach, 20 Jahre R quasi. Ist ja noch gar kein altes Auto, aber dann doch schon wieder seit Golf 6 R. 2000, also letztes Jahr. So, und hier sind auf jeden Fall die wertvolleren Schmuckstücke, die beiden. Voll eingegraben, die beiden hier so. Was hat sowas dann gelaufen und so? Also weil sowas, wenn ihr sagt, ihr macht das noch nicht so lange, könnt ihr sowas ja nicht neu damals weggestellt haben, oder? Das ist ein Leih, also eine Dauerleihgabe. Ne? Also das ist gar nicht unser Auto, aber passt hier natürlich in die Reihe gut rein. Ne? Der ist komplett restauriert worden. Ach so, okay, vom Leihgabe, okay. Besitzer. Mhm. Mhm. Nummer 13. 16 VG 60, ne? Mhm. Der daneben hat die gleiche Maschinka, 16 VG 60. Einer von ganz wenigen. Weil normalerweise war das immer normaler G60, ne? Genau. Der Rallye-Golf. 160 PS, ganz normal. Und der hat 210. Also hier hast du eine relativ hohe G60 16V. Oder 60. Genau. Da hinten steht nämlich auch noch ein Corrado mit der gleichen Maschinka. Was hast du gerade gesagt? 12 oder 13 Stück? Wie viel gab es da mal? 12. 12? Mhm. Aber einen von 12 Autos zu kriegen ist schon... Ja. Die anderen 12 Autos, gibt es davon auch noch? Oder ich weiß nicht, ob es an auf dem Zettel gibt sie noch. Nee, die anderen 11 sind ja dann. Ne? Wenn wir schon bei Zahlen sind hier, weil die 444 war ja falsch. Ich weiß nicht, also ich müsste man jetzt erfragen. Wir haben neulich gelernt, von den Flügeltürern gab es auch, ich sag jetzt mal 100, aber mittlerweile gibt es 200. Ja, das ist ja wie bei dem. Die sind mehr geworden. Da gibt es auch immer einen mehr, als gebaut wurde, glaube ich, vom Gefühl her. Weil wenn du jetzt in Essen auch der Techno-Klassiker bist, da gibt es ja irgendwie gefühlt noch alle 911. So, nee, die jemals gebaut wurden. Weil da halt, wenn da mal halt so eine Fahrgestellnummer ins Ausland gegangen ist, kann es halt passieren, dass es die gleiche Nummer dann halt in Europa nochmal gab. Deshalb gibt es ja den guten. Weil es halt bei den Werten halt dann auch um richtig Geld immer geht. Ne? Ja, okay. Aber so ein Auto, Micha, das wurde aktiv gesucht oder ist das dann mehr oder weniger zugelaufen? Weil so ein bisschen ist es ja im Zwiespalt mit Motorsportgeschichte und so weiter. Das ist ja von einem so ein bisschen, ne? Genau, das ist aber uns zugelaufen. Okay. Und jetzt sich dann jetzt auf einmal ein Phaeton verirrt? Ja, aber Phaeton ist auch der Klassiker der Zukunft. Ne? Also ist echt schon ein gesuchtes Auto, ne? Und gehört natürlich auch dazu, zu uns. Das, was ich zum allerersten Mal in meinem Leben sehe, ist Keramik auf dem Phaeton. Vor allem auch mit VW-Keramik. Und ich habe wirklich viele Keramikanlagen in meinem Leben schon gesehen. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber coole Farbkombi so, ne? Ja, das ist richtig cool. In dunkel mit, hier, wir machen mal hier hinten auf, einsteigen. Der Kanzler. Ich vermute mal, das Besondere an diesem Auto, weil es hier steht, ist ja 12-Zylinder. Genau. Plus Langversion. Ist halt 12-Zylinder so lang. Das ist die Top-Ausstattung, die man so nehmen konnte, ne? Ist Konzernfahrzeug oder wurde auch angekauft? Nee, sowas ist Konzern. Dann? Das ist von einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden. Und mit den Schaltpedals hier wolltest du da was auch wissen. Ja. Da waren sie sich noch nicht sicher, ob es. Die sind extra lang. Ob es am W12 vielleicht doch noch über den Bilzerberg geht. Das waren die letzten 10 PS, haben sie was Pedal geholt. Dann. Ja, und dann kommen wir jetzt zur Motorsportabteilung so ein bisschen. Ah, riecht schon nach Sprit. Das sind dann hier irgendwelche Autos, die auch im Einsatz waren? Ja, oder? Ja. Das sind Versuchsautos. Also das ist das ehemalige Versuchsauto von Erwin Weber, wirklich. Und das ist dann aber schon mal einmal komplett durchrestauriert. Mhm. Aber was heißt Versuchsauto? Ist ja da auch Veranstaltung mit gefahren? Ja. Oder? Mhm. Ja, Marius, wenn wir die hier noch anmachen bei dir, ne? Ansaugung, ne? Als Ansaugung haben wir vierfach. Ist auch ein originaler Rallye, ja klar. Ja, natürlich hat man damals ein originaler Rallye genommen. Also, ich glaube, der hat sogar noch die Leichtbaukarosse. Die hatten ja dann von Motorsport die besonderen Fahrgestellnummern. Das heißt aber schon, von den Dingern ist nichts ein Replika. Also die sind alle wirklich auch irgendwann mal mit irgendeinem namhaften Fahrer drin gelaufen. Genau. Cool. Was ist das hier? City-Stromer. Also Golf 2e. Vorne kannst du den Grill wegklappen und dann hast du bei... Aber wie, Elektro als Schalter? Ja, das ist unglaublich. Kannst du auch fahren. Wie, aber den gab es so zu kaufen? Weil der sieht den gab es nicht zu kaufen. Der 31 PS. RWE. Mit RWE zusammen entwickelt, also für RWE und dann
Wurde es nicht nochmal schnell eine Domschraube geschrieben? Ja, ich habe auch gerade schon gestaunt. 31 PS stehen hier, Michael. Das muss ja unheimlich gehen, das Ding. Also ich glaube, das ist sowohl Reichweite als auch. Das heißt, das war einfach so die Vorstufe. Man nimmt einen Golf, baut den Benzinmotor aus und hängt einen Elektromotor rein. Genau. Aber ich glaube, es war ja echt so, wie der Name schon sagt, das war so ein Städtefahrzeug, ja, sollte das werden. Das ist auch eher so für die Monteure gewesen, dass die dann im Ort bleiben. Also da konntest du keine Langstrecke. Ist das jetzt hier, sag ich mal, ein begrabener Prototyp oder hat es das in Stückzahl gegeben? In einer geringen Stückzahl, zweistellige Stückzahl hat es die gegeben. Preis weiß er nicht zufällig, ne? Nee. Bin mal interessiert. Ich muss mal einmal gucken, ob da irgendwie noch ein Tank drunter ist oder ob sie das alles weggenommen haben. Ja, folgendes, das wird ja alles noch hier Bleisäure. Das ist komplett umgeschweißt für die Batterien. Genau. Aber das heißt, die sind dann damals mehr oder weniger mit normalen Batterien gefahren. Drei Batterien. Die man so richtig aneinander gekoppelt hat. Genau. Und jetzt hier, der ist natürlich schon umgerüstet auf momentane Batterien. Also aktuelle. Ach so, aber der ist schon auch, wäre noch fahrbereit. Der ist fahrbereit. Der ist auch zugelassen normalerweise, aber die Kennzeichen sind gerade. Ja, und die 12 Volt Batterie. Ja. 45 bis 60 Kilometer kommst du weit. Ja. Ja, und dann halt die Polo-Fraktion. Gab's da, Polo kenne ich mich echt gar nicht aus. Gab's da irgendwelche Sondermodelle eigentlich? Nee. Wenig. Arlequin? Derby? Ja, ja, klar. Nee, beim 6N gab es dann den, da ging das dann los, den, ne? Harlequin und ja. Open Air und XXL. Aber so die ersten zwei Generationen war halt eher so GT das Spiel. Wobei es gab G40, ne? Ja. Also das ist ja erst der 86C-Ära dann so, ne? So einen mit dem VR, ne? Gibt's ja, ne? Mit so einem R32 Turbo, glaube ich, irgendwie. Also in das Ding hier den Oma-Golf-Motor rein. Von die Autos waren mal ganz, ganz billig. Mhm. Und jetzt sind die teuer geworden. Das ist immer das hässliche Endline, ne? Ja. Früher wollte es keiner haben, dann geht's alles komplett runter und dann irgendwann bist du wieder was Besonderes, wenn du so einen fährst und dann gehen die Preise natürlich hoch. Ich weiß gar nicht, ich denke mal, sowas fängt aktuell irgendwie bei 5.000 Euro an, so in dem Regen, geht hoch bis 10, ich glaub, 15. Mehr. Ich glaube, es fängt bei 15 an, für den Toten, ja. Und die rosten richtig, also die sind alle weggerostet eigentlich noch, leider. Als ich Zeitung ausgetragen habe, da stand immer in dem Gebiet, wo ich ausgetragen habe, ein Rallye-Golf, genau in dem Grün. Aber schon so richtig auch am Rosten und Korrodieren überall in allen Ecken. Und Country Golf, genau. Also ich kenne die Preise jetzt nicht, aber ich glaube für 5 kaufst du schon einen normalen guten, 2er nicht mehr für 5. Also, ja, nee, also jetzt wo die H-Kennzeichen da sind, sind ja eh alle teuer geworden irgendwie, ne? Wobei das Witzige ist ja bis heute, der ist ja nur durch so Blöcke höher gelegt, ne? Also das ist ja relativ, hast du ja da drunter relativ simpel gemacht, ja. Ah, hier. Das war für mich ein Phänomen. Steilheck. Ja, Polo-Steilheck-Kombi, wie auch immer, einfach die Form so, ne? Was heißt Formel E? Also die Bezeichnungen früher waren ja wirklich echt sagenhaft. Formel, nee, wirklich, E. Ich finde das echt immer... Also Formel E heißt 4 plus E, ne? Vom Getriebe her. Okay. Und du hast dann noch eine Schaltempfehlung vorne im Kombi. Also geht dann irgendwann... Geht die schon LED elektrisch oder mechanisch? Nee, LED geht an. LED cool. Geht an, jetzt schalten. Und die Sitze sind so original? Die sind original. Geil. Ja. Wirst du ja auch nicht mehr kriegen, so ein Auto, ne? Nee. Also ist doch... Auch nicht Wahnsinn. In dem Zustand, das ist schon Jahreswagen teilweise. Aber allein dann TÜV hier zu machen, ist ja eine Jahresaufgabe, ne? Also wenn du sagst, ihr habt so viel Fahrende. Ja. Und Gott sei Dank nur alle 2 Jahre TÜV, ne? Ja, machst du jeden Tag fast einmal TÜV halt auf irgendwas. Ja, ist krass. Und dann hier Citystromer Golf 3 gab es auch, ne? Ja, das ist die Evolutionsstufe zum 2er. Guck mal, das Dekor, ne? Das ist ja auch der Wahnsinn. Also wie gab's früher aber so ein Dekor. Als Golf 4 auch? Oder nur 2er und 3er? 2er und 3er und dann gab es beim 7er wieder. Achso, so lange war das Thema relativ tot dann. Dödelig, genau. Guck mal, ein paar Pesen sogar weniger, der hat nur 27. Ja, und dann geht's hier los, klar. WRC Polo, die kennt man ja, ne? War noch eigentlich echt beliebte Autos. Mhm. Haben wir da ein G40. Ja. Geile Farbe im Dunkelblau. Mhm. Immer wieder krass, wie klein die Autos waren. Mhm. Ne? Immer noch irgendwie so ein ungeborener Jugendtraum von mir. Was, R69? Ja. Fand ich immer geil. Hol dich ab, ne? Ja. Ich muss eher sagen, hier ist auch mittlerweile echt Rarität. Also, vor allem werden wahrscheinlich auch viele sagen, können sich gar nicht daran erinnern, dass es das gab. Cabrio als GTI, Golf 6. Ja. Gab es auch als R. Als R auch noch? Ja. Aber wirklich ganz wenig, oder? Ja.
farblich waren die 90er halt sagenhaft. Ne? Also. Dieser Passat daneben. Ne? Also. Einfach nur haben, also wenig. Ja, letztes Jahr hatten wir 50 Jahre Passat und dann musst du natürlich auch alle Generationen mal hinstellen. Ne? Und das ist hier B5, Kind seiner Zeit. 97er Baujahr. Du kannst ja nicht immer nur die normalen Farben haben, sondern... Aber habt ihr den so gut dann gefunden oder ist der auch dann einmal gelackt? Nee, der ist wirklich noch original. Krass. Das war ein ehemaliges Versuchsauto, was jahrelang hinten weggestellt war und wir sind dann da gekommen und haben ihn dann zugelassen. Ja, da wird das Herz von dem einen oder anderen höher schlagen. A59. Mhm. Zu dem Auto Golf 3, 16V, Turbo, ja. Allrad. Ja. GFK-Haube. Ja, das war damals als Nachfolger vom Zweier-Rallye geplant, um dann noch in den Rennserien weiter Bestand zu haben. Ist aber nie dann in Serie gegangen. Gab drei Stück, zwei Studien, sage ich jetzt mal, nicht fahrbar und ein fahrbares Auto. Ach, gab es echt nur einen einzigen? Ja. Aber der ist noch fahrbereit, so wie ich. Der ist fahrbereit, nur die Batterie ist gerade abgeklemmt. Aber das heißt, der wird dann von euch auch so richtig zum Fahren eingesetzt, oder nur um so ein bisschen von A nach B zu kommen? Der wird erstmal nur ein bisschen von A nach B zu kommen. Mhm. Ist abgeklemmt. In allen möglichen Sprachen. Ne? Ich überlege, was das hier vorne für eine Bombe drin ist. Hatten wir schon mal irgendwann philosophiert. Wofür ist es? Also, was ich mich ja gerade frage, wenn du sagst Nachfolger vom Rallye, dann wollten die hier mit Rallye fahren. Also mit richtig auch entsprechender Bereifung quasi, das war mir so gar nicht klar, weil ich kenne ihn immer nur um diesen Straßenreifen, aber dann wollten die da ja genauso Schotter mitfahren. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch so ein Homologationsmodell wie der Grüne. Ne? Kann ja eigentlich nur irgendwas mit Visco-Kupplung hier so, mit Allradantriebsstrang oder so zu tun haben? Weiß ich nicht, auch Getriebe bleibt ja spannend, was da so an die Kupplung... Weil das sieht auf jeden Fall nach... Vor allem, auch guck mal, hast du gesehen, was das für eine Ansaugbrücke hier ist? Was sie da gemacht haben? Das, also mit langem und kurzem Weg. Mhm. Und zum riesen Korpus drunter. Siehst du das hier? Ich überlege, ob da schon so eine Klappe drin war. Aber so sieht es nicht aus, ne? Das hier ist umschalten, so Spalzrohrmäßig. Also irgendwas wird hier schon drin los sein. Aber was? Aber der wurde dann gebaut von Volkswagen Motorsport damals? Mhm. Nee, der wurde extern gebaut. Für so ein Auto kann man gar keinen Wert mehr beziffern, oder? Also. Nee. Und ist ja auch unwiederbringlich, ne? Wenn ein Journalist kaputt fährt bei euch, dann ist das Thema durch, ne? Genau. Krass. Kannst du Kennzeichen nehmen, Zulassungsstelle. Vorhin wurde auch alles nachgeschweißt und so, ne? Ja. Wurden die nicht höher gesetzt sogar? Irgendwas war doch da. Hier, das sieht, nee, das stimmt, hier. Ne? Das ist doch gar nicht Serie so, hier mit den... Das stimmt, das ist Ich hatte irgendwann schon mal meine Pressemitteilung da durchgelesen. Okay, vorhin siehst du auch auf der Haube auch. Ja. Hier ist komplett ein Dom quasi. Wahrscheinlich wegen Federweg, weil es war mir aber so gar nicht klar, dass die damit auch so Schotter fahren wollten. Powerdome. Michael, dahinter können wir nichts zeigen, ne? Nee. Da müssen wir nochmal wiederkommen. Ja. Also da geht es noch weiter dahinter. Da sind noch ein paar interessante Motorsportfahrzeuge. So TCR-Bereich und so, kann man ja schon sagen. Ja. Aber dafür BRC, TCR, alles das, was wir früher machen. Interessante Sachen fürs nächste Mal. Ah, hier war auch ein Einser. Das ist unser Ur-GTI, sage ich jetzt mal so. Ich meine, klar, weiß ist auch eine geile Farbe für das Auto, definitiv. Aber der ist auch einmal gemacht, ne, komplett. Ja. Ja, das sind die Autos, die jedes Jahr immer sich richtig drehen, sage ich jetzt mal so, von den Veranstaltungen. Und die musst du dann alle paar Jahre einmal komplett aus dem Programm nehmen, sonst sind sie kaputt, sonst gehen sie. Ach, die werden dann wirklich tatsächlich so viel gefahren, dass ihr die zwischendurch immer, ich sag jetzt mal vorsichtig, nachrestauriert, damit sie wieder... Genau. Also der ist jetzt in meiner Zeit, die ich jetzt hier bin, und das sind jetzt auch schon ein paar Jahre, ist der schon zweimal aus dem alltäglichen Betrieb rausgenommen worden, um da wirklich dran zu arbeiten. Habt ihr dann Zugriff auf ein anderes Portfolio an Teilen, wie der ganz normale Endkunde? Nein. Das heißt, auch bei euch ist Teile kriegen immer schwierig. Genau. Also wir haben nicht das Regal, wo wir sagen können, alles klar, von jedem Auto sind mindestens noch drei in Ersatzteilen irgendwo vorhanden. Wir sind genauso am normalen Markt tätig wie jeder andere auch. Ich finde, wenn ich jetzt hier so ein Golf 1 Cabrio sehe, ging das auch rapide schnell zu Ende, ne? Also anfangs hat man ja schon hier und da mal ein Auto auf der Straße gesehen, was noch gefahren wurde. Jetzt Golf 1 Cabrio ist ja wirklich schon auch sehr gut. Ja gut, es wird leider von diesen Autos, also jetzt nicht nur vom 1er Cabrio, sondern allgemein diese Zeit sind halt bei der Abwrackprämie auch viele gestorben, ne? Ja.
das war ja so meine Sturm- und Drangzeit. Wenn du da auf dem Schrottplatz gefahren bist, da wurden ja Vierer-Gölfe abgewrackt teilweise und Dreier ja, das, und Zweier ohne Ende. Das war also grausam. Und da werden so viele leider bei gestorben sein. Viele nicht wissen, ne? Was gab es damals? 2,5 oder ja, so? Und die haben dann Autos so abgegeben, da hätten sie meistens das Doppelte oder das Dreifache noch gekriegt. Der Marius Corrado für dich. Ja. Auch 16V G60. Ich wollte gerade sagen, auf dem Brief steht G60, 16V, aber die gab es doch eigentlich auch nicht, oder nicht? Nein. Das sind zwei Autos, sind bei Kammern in Osnabrück gebaut worden. Das ist einer davon, der zweite, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Aber der hat das Unternehmen nie verlassen. Also der ist immer im Besitz von Kammern gewesen. Boah. Und dann zu uns. Ja, aber das heißt, der hat schon eine Zulassung? Na klar. Das heißt, Kammern hat da irgendwie dann so einen Prototypen-Zulassung, genau, irgendwie sowas in der, genau, Richtung rausgemacht? Genau. Das werden so Autos sein, wo ja wahrscheinlich, wenn man da jetzt im Internet nachgoogelt, mit Glück findet man da überhaupt ein paar Infos zu oder so. Ne? Weil bei zwei Autos ist die Chance ja so gering, dass da mal was, ja, ja, was an die, wie gesagt, das kommt, wurde, glaube ich, auch für einen Geschäftsführer oder irgendwas bei Kammern gebaut, das Auto extra. Man hat früher noch krass individualisiert für die Vorstände. Ne? Das fällt mir bei uns auch immer wieder auf, T4-Bereich. Und wir haben so Caddy auch mit größerem Turbolader im Diesel und so. Das macht es heute, glaube ich, gar nicht mehr so üblich. Das ist damals Innovationsauto. Das, ja, 90er und 2000er waren da echt krass mit dem. Ich finde es cool, wenn es so. Tuning, internes Tuning. Ja. Ja, gut, es waren ja auch ein paar Gimmicks dabei, die wurden dann halt übernommen. Ja. Und dann für gut befunden oder für weniger gut befunden. Ich finde immer nur krass, sowas geht hier halt unter, so, ne, weil man so geflasht ist von allem. So, aber es, wenn du damit auf ein Corrado-Treffen fährst oder so, die rasten halt aus. Ne? Das muss man einfach mal so sagen, ja. Oder auch hier. Scirocco. Ja. Auch Farbe, mega. Ich wollte gerade sagen, das Gelb in Kombination mit Teilleder oder auch Gelb von denen, ne? Einfach. Stell dir mal vor, der wäre jetzt hier in Schwarz oder in Silber, würde nicht ansatzweise so auffallen wie in dem Gelb. Ja. Ist auch irgendwie ein geiles Gelb, ne? Auch Automatik, das ist. Macht es nicht einfacher für das Auto. Hier wüsste ich zum Beispiel gar nicht, was es ist. Ein Puma. Brasilianisches Auto. Also Kaman do Brasil hat die Bodengruppe und die ganze Technik zur Verfügung gestellt. Und das ist, konntest du hier so schöne GFK-Karosse oben drauf basteln. Ist eher ein Bausatz. Das heißt, Fahrgestell ist aber so Käferplattform? Oder Kaman Typ 14. Weil dafür sieht es dann relativ frisch noch aus. Ne? Also sieht deutlich neuer als ein Kaman aus mit dem Bodykit drauf. Damit machst du die Haube vorne auf. Ah. Sonst brichst du dir immer die Finger. Auch noch nie gesehen, so ein Ding. K70. Ist extra in Salzgitter, ist das Werk dafür gebaut worden. Also das Werk in Salzgitter. Geht die Motorhaube nach vorne auf? Ja. Hast du so ein Ding schon mal live gesehen? Ja, ich kenne es in der Geschichte. So, für mich ist immer so K70, Roh 80, ist irgendwie, genau, so ein bisschen so das Gleiche. Ne? NSU, Audi, ja. Alles. Ich glaube nur leider, die Limousine kam nicht an, oder? Wo, so. Eigentlich ist das ein richtig geiles Auto. Ne? Was war das, so 70er Jahre? Was ist? Ja, Anfang 70er. Ja. Und du hast echt hinten ein richtiges Sofa. Also wenn du damit kannst du eine Rallye fahren. Ne? Da setzt du dich rein, am besten hinten hin und dann hast du es bequem. Wahrscheinlich auch so ein richtiger Sessel, ne? Das ist Schaukelstuhl, ja. Können wir mal aufmachen, Micha? Na klar. Wie, einfach hoch? Ja. Vor allem der sieht so aus, als wäre der noch so gut, ne? Oder ist der schon mal... Nee, der ist... Ja, gut, außen. Aber der Motorraum sieht auf jeden Fall noch original aus, ne? Krasser Motor. Was ist das für ein Motor von wo? Das ist kein VW-Motor, oder? Doch. Ja? Ja. Neuen Vergaser hat er schon mal bekommen. Da kriegst du ja auch keine Teile mehr für, ne? Da machst du meistens nee, aber ich frage mich, stellst du Ventile unter den Deckel ein? Oder? Ja, also krass. Es sieht so aus, wenn der so oben, das habe ich so noch nie gesehen. Das ist mir gar nicht so klar gewesen. Oben drüber, ja, hat, ja. Witzig. Dann kannst du das Ding wegziehen und dann kommst du da ran. Eine Nockenwelle in der Mitte. Schön Doppelvergaser. Aber gibt es einen Markt für diese Autos? Nee, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die very besonders... Very special interest, sag ich jetzt mal so. Ne? Also wenn du einen unbedingt haben willst, weil dein Opa hatte so ein Auto, ne, dann wirst du vielleicht einen finden. Zustand weiß man nicht, aber dass du jetzt sagst, ich habe drei und würde die gerne Gewinn bringen, verkaufen. Welche ja ganz krass im Preis gestiegen sind, sind die RSI Beetles. Ja. Weil da weiß ich noch, da stand bei einem Silberner, bei Stietnot ganz lange immer zu verkaufen und auch nicht so, wollte gefühlt keiner haben. Und jetzt... Ich glaube, so ein Ding fängt ja irgendwie an bei 50 oder so. Da fangen jetzt, glaube ich, die ersten. Aber das reicht nicht. Reicht nicht mehr? Wie viel gab es da, Micha? 250. 250 Autos. Ja. Gab es nur in Silber und Blau, oder? Wie war das? Zwei gibt es in Blau, der Rest gibt es in Silber. Sogar nur Silber, okay. Zwei waren für unsere Vorstände.
ist schon damals underrated gewesen. Also was heißt, das Problem ist einfach, dass es natürlich fahrleistungstechnisch keine Rakete war. Aber sonst so, weißt du? So ja, mit aber, den Sitzen, ja, mega. Mit diesen Aluteilen, wie der TT so ein bisschen hatte, ne? Das ist schon. Smart Radio. Hast auch mal Sonnenblende und das Klimabedienteil oben. Das sind alles. Das, ja, das ist echt alles. Also das ist original. Hm? Ja, das ist Kleinserie, ne? Richtig cool, edel. Alles krass, auch Felgen nicht mehr bezahlbar und so. Also ist richtig. Find's auch kaum noch. Ja. Und war dann, glaube ich, 3-2er? Ja. Boah, ja, 32 im Prinzip, ne? Ja, genau. Sieht von hinten auch genauso aus. Und eigentlich an sich auch den in flach. Weißt du, so. Ja, das Dumme ist. Das ist das Cabrio. Ne? Also es gab zwei Cabrios. Der Silberne ist jetzt hier das Cabrio davon. Mhm. Ach, krass. Habe ich als Cabrio auch noch nie gesehen. Nee, gibt's auch nicht. Aber weißt du, nur von der Theke und so ist halt auch krass. Ja, das Problem ist, wollte ich jetzt gerade sagen, wir fanden leider als Jugendliche den Beetle nicht hübsch. Muss ich leider einfach so sagen. Wir waren halt Golffans so. Aber es war halt dumm, weil die Autos hatten mal eine Zeit, da waren die echt billig. Ja? Also aus heutiger Sicht billig, ne? Das ist. Und heute feiere ich das Ding mit der Theke so. Das ist schon. Schon. Vor allem bei der Creme war auch einer dabei, ne? Vor allem die wären ja mit Sicherheit damals Allrad gewesen, ne? Ja. Weil normalerweise Beetle gab es ja nicht als Allrad. Nee. Das waren ja immer von Fräsen. Deshalb waren wir ja früher immer ein bisschen irritiert, ob es jetzt Allrad ist oder nicht. Ja. Nee, also ist definitiv Allrad. Das werden wahrscheinlich Golf 4 Komponenten irgendwie sein, ne? Ja, aber überleg mal, für 250 Autos eine ganze Bodengruppe umschweißen. Ja. Ist halt dann auch schon wieder. Es stand total lange bei Kleinanzeigen eine RSI-Karosse neu von Classic Parts, glaube ich, oder so. Stand ewig drin. Ich glaube, die haben auch immer noch. Aber ich finde die. Wie war das? Der Beetle hat da auch eine andere Brücke und so gehabt, ne? War das nicht so? Ich find, ja, wegen dem so Platz im Rennen. Ich finde die Form in Kombination mit dem Schweller aber cool. Ja, witzig. Man sieht so, dass das echt Platzprobleme gab, ne? Das ist alles so weggebaut. Ist schon echt klein in dem Auto. Sehe ich auch zum ersten Mal. RSI. Mhm. Ja, und dann die Käferabteilung hier. Ja. Weil eigentlich ist Käfer ja nochmal eine ganz andere, also nochmal eine andere Liga an Kult so gegenüber der eigentlichen Golfszene. Ja, also das ist wirklich so, dann Mitte, Ende der 70er gab es den Umbruch, dann wirklich Käfer zu Golf. Und du hast dann natürlich auch die Leute, die den Käfer mögen, mögen manche den Golf halt nicht so richtig, aber gut. Ich wollte gerade sagen, wobei wir im Konzern ja schon das Glück als einer der wenigen haben, dass wir im Prinzip 3 oder 4 Mal Kult haben, ne? Ja. Also den Bulli. Den Golf, den Käfer, das ist schon krass, das können so ja, nicht. Ja, das ist halt, ja, wir nennen es jetzt Love Brand, ne? Aber jeder hatte irgendwie eine Verbindung. Im Golf hat eigentlich jeder Autofahren gelernt, ob 3er-Golf, 4er-Golf, 5er-Golf, das war eigentlich das Fahrstuhlauto damals. Und auch mit dem Käfer hatte entweder Opa, Oma ja. Oder die Eltern hatten, mindestens jeder hatte einen Käfer. Meine Eltern haben sich auch auf der Tankstelle im Käfer kennengelernt, weil meine Mutter einen Platten hatten. Am Harry zum Radwechsel. Weil ja, nein, ich glaube, es gab auch damals keinen, der keinen Käfer hatte. Das war so gang und gäbe, erste Auto Käfer. Ich könnte es jetzt auch schwer beziffern, egal ob es Bulli, weil wenn ich jetzt sehe Bulli-Festival und so, was das für eine Riesenszene ist, egal ob es die Golfszene oder die Käferszene, was da jetzt am stärksten von ist. Oder am schwächsten, also wie man das so bewerten würde. Boah, kann ich auch nicht sagen. Aber der Käfer ist der Käfer. Das ist schon krass. Ne? Käfer ist noch das Auto mit den meisten Haarzulassungen, ne? Also von denen noch viele erhalten sind. Gut, bei Golf wächst ja immer was nach. Ne? Deswegen, da kommt jetzt der Dreier, der Vierer. Ne? So, und ich würde jetzt, aber ich würde nicht sagen, wenn du das komplette Käfer-Business natürlich jetzt vergleichen würdest mit einem Golf 1 oder Golf 2, ist Käfer natürlich mehr, aber mit all den ganzen Facetten vom Golf. Ja, nee, stimmt schon. Weil in den Golf ist alles für sich schon. Wird immer noch gebaut. Ich weiß gar nicht, wie ist stückzahlmäßig so? Weißt du da grobe Zahl? Also Käfer mit Golf verglichen so? Also wir sind, glaube ich, bei 37 Millionen Golf und bei Golfen? Käfer. Golfe. Und weniger Käfer. Aber ja, gut, weil wir den Golf bis heute bauen. Ja. Ich glaube auch, dass unter unseren Zuschauern, okay, die sind alle ein bisschen älter schon, da werden viele den Film Herbie halt noch kennen. Aber ich glaube auch ganz viele, die jetzt hinterher. Kennst du das Auto zum Beispiel? Ja. Aber den Film stimmt nicht, ne? Den Film. Weiß, dass es ein Film oder die, genau, oder mehrere. Aber hat das irgendwas mit dem Filmauto zu tun oder ist eine Replika? Das ist eine Replika. Aber er kann natürlich ein bisschen was. Ne? Also er kann die Haube auf und zu machen und er hat unten eine Spritzdüse und kann dann die Leute nass spritzen. Also es ist schon. Aber wie, der kann wie im Film die Haube automatisch so aufknopfen? Ja, ist ein Stempel drin, ein Luftdruckstempel. Da ist ein Stempel, ne, und der wird übers Reserverad gespeist.
und dann kannst du, hast du hinten. Ach, ihr macht das Rad voll an der Tankstelle, ja, genau, quasi auf den Rallyes? Genau. Okay, ich hab's ja nur auch einmal. Das ist ja witzig. Wie weit geht die auf? Also, die geht schon, so weit geht die auf. Ja, der Film ist schon cool. Und dahinter sieht ein bisschen ernster aus. Ja. Salzburg-Käfer. Salzburg-Käfer heißt? Ja, ja, gab auch halt Käfer, gab es ja auch für Rennserien, sag ich jetzt mal so. Und dann wurde bei Porsche Austria wurden halt die Salzburg-Käfer aufgebaut. Und das ist eine. Also wie, der wurde so ausgeliefert? Das ist eine Replika. Also das ist als umgebautes Motor, also das als Motorsportfahrzeug aufgebaut. Aber wenn man hier so reinguckt, kriegt man schon fast wieder Bock, so ein Ding mal zu fahren, ne? Das macht auch Spaß. So mit Schalen sitzen und Käfig und so eng und Lenkrad und Heckantrieb und Heckantrieb, Motor hinten. Das ist das Entscheidende an dem Ding, ne? Also weißt du, man sieht schon, also normalerweise guckst du in den Käfer rein. Naja, ist schon wirklich, also das ist ja hier. Guckst, so guckst so rein und denkst, boah, aber hier mit dem kleinen Lenkrad. Aber wenn du jetzt da hinguckst, das macht noch. Ja, das ist richtig retro. Das ja. ist richtig. Alter, diese Aluschale da drin. Ja. Hand gedengelt. Alter, war die Holzplatte. Da wollten sie mal wissen, hinten drin. Hier haben wir noch einen zweiten Herbie? Ja. Ja, wir brauchen immer schon mal zwei Herbies, weil unterm Jahr spielt das Thema Herbie sehr viel. Also. Vor allem richtig einlackiert, ne? Ja. Das Dekor ja. und so. Aber die können dann auch beides? Der kann also, gar nichts. Ah, okay. Der sieht nur so aus. Der sieht nur so aus, okay. Der sieht nur so aus, genau. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn du mit dem Herbie, der auch die Haube auf und zu machen kannst, ne, damit auf einem schönen, an einem schönen Wochenendtag durch die City fährst, man unterschätzt, wie Leute glotzen. Ja. So, weil gerade die ältere Fraktion, die verbindet da schon viel mit, weil das so einfach die Filme damals waren. Ich glaube, wenn du mit dem Ding durch die Innenstadt fährst und dann noch die Haube ein bisschen auf und zu machst, glaube ich schon, dass das schon krass ist. Das kannst du noch weiter treiben, indem du mit dem 3 Minuten später hinterher fährst. ist schon ein bisschen schwierig. Was würdest du sagen, ist euer wertvollstes Auto, Micha? Unser wertvollstes Auto, also was jetzt... Also nicht, weil ich es heute Abend holen will, nein. Aber... so, ich stelle die Frage mal gerne. Das steht ja nicht hier, das steht in Osnabrück, das ist ein Hebmüller-Käfer, okay. Also einer von 600 und ein bisschen, der damals da in Wuppertal gebaut wurde bei Firma Hebmüller. Natürlich hast du jetzt hier Prototypen drin, ne? Die findest du ja, nur einmal. Gut. So ein IDR wahrscheinlich den, auch. Da kannst ja. du den Wert nicht beziffern, aber so von Autos, die jetzt auch mal frei verkäuflich waren, ist der Hebmüller echt. Erstmal vielen Dank. Klar, sehr gerne. Danke für deine Zeit. Auf jeden Fall coole Sammlung. Ich finde das cool, dass man sowas weiter betreibt, weil damals hat man es einfach vergessen, rechtzeitig Autos wegzustellen. Das heißt, man kann es jetzt immer in der Zukunft ein bisschen ja. machen. So, wir kommen auf jeden Fall nochmal ein weiteres Mal. Dann nämlich das, was dahinter ist, ist für uns auf jeden Fall nochmal spannender, aber so als Einstieg für die... Muss ein Helm mitbringen. Rennanzug, volles ja. Programm. Nee, aber als Einstieg, um erstmal ein bisschen, ist schon wirklich cool, mal so, also so diese ganze Golfpalette allein zu sehen, weil wir sind einfach Golf, kann man glaube ich schon so sagen. Das ist schon umwerfend hier, ja. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.